Ja, die iPhone-Mikrofone sind ja ziemlich gut bis sehr gut, aber halt nur, wenn man sehr, sehr nahe dran ist. Sobald man ein bisschen weiter weg ist, ist der Zauber leider sehr, sehr schnell vorbei und man braucht Hilfsmittel. Holen wir uns eins. So, und Hilfe geholt. Die Lösung ist natürlich ein Funkmikrofon und das schauen wir uns genauer an, aber nicht hier im Sessel. Nein, das machen wir da vorne, wie immer, am Pult. Ja, die Rede ist von Funkmikrofonen. Ja, Funkmikrofone, aber nach all den Blockbuster-Themen der letzten Wochen darf Zeyer mal wieder ein Eigen-Ego-Nischenthema besprechen. Ja, ich habe früher ja mal beim Radio gearbeitet und ich habe große Freude an Mikrofonen. Das hat sich auch ein bisschen rumgesprochen, darum kriege ich immer mal wieder Mikrofone zugeschickt, ob ich mir die nicht mal anschauen will, ob die vielleicht praktisch sind. Und meistens sage ich dann, nein, nein, das ist langweilig, das interessiert niemanden. Hellhörig wurde ich kurz vor Weihnachten, als mir die Firma Hollyland geschrieben hat. Die kennt man eigentlich, nein, nicht von Funkmikrofonen, sondern von Funk, ja, so futuristischen Dingern hier. Ja, das sieht krass aus. Die Dinger braucht man, um HDMI-Signale über die Luft zu übermitteln. Beispielsweise, wenn man irgendwo filmt und auf einem Monitor kontrollieren will, was die Kamera filmt und das halt nicht per Kabel haben möchte, dann kommt sowas zum Einsatz. Das ist schon eher im Bereich der Profisachen. Ich brauche das persönlich nicht. Ich kenne einfach die Firma daher. Und die haben geschrieben, sie hätten jetzt auch Funkmikrofone. Und da wurde ich ehrlich gesagt ein bisschen hellhörig, weil Funkmikrofone, ja, ich habe ein paar davon im Einsatz. Und man kann da immer ein bisschen nachbessern. Und ich war ehrlich gesagt gespannt, was sie im Angebot haben. Ich kann euch mal zeigen, wie das bei mir normalerweise ausschaut. Irgendwo habe ich es hingelegt. Ah, hier drunter. Ja. Früher, als ich jeweils auf Reportage war und kurze Videos machen musste, kam jeweils dieses Täschchen hier zum Einsatz. Mit dem schon fast vergessenen Lightning auf Klinke-Adapter. Nein, das brauchen wir nicht, das da brauchen wir. Und mein uralt Lavalier-Mikrofon von Rode, das ich immer verwendet habe. Man sieht es hier oben, das ist schon x-mal kaputt gegangen. Die Kinder haben da jeweils den Schaumstoff abgerissen, weil es so verlockend aussieht oder angeknabbert. Ja, das habe ich früher jeweils verwendet. Hat man da das Kabel am iPhone und muss dann aufpassen, wenn man das iPhone auf dem Stativ hat, dass man nicht zu weit weggeht und dass das iPhone nicht umfällt. Und das hat nie so große Freude gemacht, ehrlich gesagt. Was ich inzwischen sehr, sehr häufig verwende, ist der Branchenstandard. Das sind die... Ist auch von Rode, das ist das Wireless Go 2 System. Das ist super zuverlässig, haben praktisch alle und es funktioniert auch sehr, sehr gut, aber man sieht es ihm ja schon an. Wo steckt man das jetzt bitte schön ins iPhone? Da braucht es auch wieder Kabel und Adapter und ist auch nicht so ganz ideal. Ich verwende das ehrlich gesagt lieber mit meiner großen Kamera und bei der großen Kamera ist die Konkurrenz natürlich sowieso größer, was Mikrofone angeht. Weil da habe ich meistens dieses Aufsteckmikrofon drauf, was einfach das ultimative Sorglos-Ding ist. Einfach draufstecken und los geht's. Man muss sich nicht über Akku Gedanken machen und nix. Und wenn ich da mal ein Funkmikro brauche, habe ich das hier auch von Sony. Das ist auch nicht ganz so cool wie das von Rode, aber mehr als gut genug. Und eben auch ziemlich sorglos, weil der Ton direkt in die Kamera geht und man keine Kabel braucht. Beim Rode ist ein bisschen gebastelt und so hat mich die Firma Hollyland eben begeistert. Sie haben nämlich was, was viel, viel einfacher ist und ich muss euch das mal eben zeigen. So, schnell Umbaupause. Wo habe ich das iPhone eigentlich hingelegt? So, gefunden und dann brauchen wir nur noch das Funkmikro. Ich habe es natürlich schon längstens unboxed und ausprobiert übrigens an der Stelle. Haben mich auch viele Leute schon drauf angesprochen. Viele haben es nämlich gesehen beim großen Weihnachtsspezial mit Jean-Claude und Lorenz, was wir gefilmt haben, da hatte ich die ganze Zeit so ein Mikrofon dran. Okay, und dann hast du es ausgewählt. Das hat sie natürlich nicht dafür. Ja, dafür genau. Brauchst du die Controller. Ja. Und auch, glaube ich, beim Solar-Collector-Video habe ich es auch für die Außenrepo genutzt. Also, kommt dann zur Transportbox. Da hinten sind noch die üblichen Puschel drin gegen Windgeräusche, die man im Idealfall eigentlich meistens drauf hat. Und dann gibt es halt so eine Box.
Ladeanzeige. Ja, genau. Es funktioniert eigentlich wie die AirPods. Unten wird es nämlich geladen über USB-C. Und dann hat man da drin zwei Mikrofone. Zack, zack. Und den Bluetooth-Empfänger. So. Da die Box. Können wir mal weglegen. Setzen wir das Ganze zusammen. Das da ist der Empfänger. Mit oben Lightning. Kommt einfach unten ins iPhone rein. Zack. iPhone noch entsperren, sicherheitshalber. Dann sieht man hier unten die blauen Lichtchen und schon ist es verbunden. Dann nehmen wir jetzt mal den hier. Den anderen machen wir wieder zurück in die Box, nicht, dass wir da Stereoton aufzeichnen. Zip, weg mit dir. Jetzt fängt hier unten auch, man sieht so ganz knapp, der eine an zu blinken, weil das ist der, den ich jetzt verräumt habe. Den brauchen wir ja nicht. Der hat jetzt keine Verbindung, logischerweise, aber der andere hat und den montieren wir jetzt mal eben. Chips. Und Tonaufnahme starten. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, bla, 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 bla. Ja. Und es funktioniert. Und jetzt hört ihr mich über das Lavalier oder das Ansteckmikrofon von Holyland. Ist natürlich ein bisschen unfairer Vergleich, muss man fairerweise sagen. Das, was da oben hängt, ist ein ziemlich, ziemlich gutes Mikrofon, was genau für sowas gedacht ist, für so Sprechsituationen. Und das hier ist ja mehr gedacht, wenn man rumlaufen möchte. Also wenn ich jetzt beispielsweise wieder nach hinten gehe, kommt der Ton halt mit dem Funkmikrofon. Dann hört ihr mich weiterhin, aber wenn wir jetzt wieder aufs Büromikrofon wechseln, hat es unglaublich viel Hall drauf, weil ich halt ganz, ganz weit weg bin und da nicht mehr direkt reinspreche. Nein, dieses Aufhängmikrofon ist super, wenn man in der Nähe ist. Wieder zurück aufs Holyland und so kann man halt rumlaufen und ist auf Reportagen sehr, sehr flexibel. Was halt praktisch ist, wenn man das iPhone einfach nur irgendwo hinstellt und damit aufzeichnen möchte. Was so praktisch ist, eben wenn man nicht viel Gepäck hat oder wenn gibt es hin und wieder auch an Presseevents, dass große Kameras verboten sind. Das ist immer mühsam, aber gibt es hin und wieder. Dann heißt es, man darf nur mit dem iPhone filmen oder mit dem Android-Handy. Und dann ist sowas halt auch super praktisch. So, mal schauen, ob es noch aufzeichnet. Ja, das klappt ja bestens. Und bevor jemand reklamiert, nein, das da ist nicht meine Adresse. Dieses Geo-Feature von der Sprachmemos-App von Apple ist auch immer ein bisschen ja, für Überraschungen gut. Nein, so funktioniert das Mikrofon. Ist einfach ein sorgloses Mikrofon. Das sind genau die Sorten Technik, die ich wahnsinnig gerne mag. Reichweite hat es 200 Meter, aber wer um Himmels Willen ist 200 Meter vom iPhone weg, wenn er sowas filmt? Ja, vielleicht wenn man mal irgendeinen Stunt oder sowas macht. Nein, ich bin in der Regel ja, so 2-3 Meter weg vom iPhone und da ist es halt perfekt, weil da gibt es keine Kabel, wo jemand drüber stolpert, da schubst es niemand um und ich kann auch ein bisschen rumlaufen, ohne dass ich jetzt gleich das iPhone hinter mir herziehe und alles umfällt. Nein, dafür ist das Mikrofon wirklich sehr, sehr praktisch. Es hat auch noch eine Funktion dran, jetzt muss ich schauen, ob ich die blind erwische, wo man, jetzt rauscht es ein bisschen, sorry, nein, ich finde sie nicht blind, wo man zusätzlich Noise Cancelling aktivieren kann. Wollen wir das mal testen? So, jetzt ist das Noise Cancelling, jetzt spreche ich halt direkt rein, das ist ein bisschen anders, jetzt spreche ich direkt rein, jetzt ist dieses Noise Cancelling drin, was praktisch ist, wenn es ganz laut ist rundherum, aber in den meisten Fällen klingt es einfach nicht schön. Ich schalte es jetzt wieder ab und jetzt ist es wieder abgeschaltet und jetzt hört ihr mich wieder normal über das Holyland Mikrofon. Vielleicht auch noch spannend zu hören, wie es klingt, wenn ich genau direkt reinspreche. So sieht man es übrigens, so ist normal und da, wenn das LED die Farbe wechselt, ist es eben diesem Noise Cancelling Zeugs, was ich eigentlich nie brauche. So, zurück in die Box, Aufnahme beenden. Ja, das ist genau dieses Ding und es ist wirklich einfach ein sorgloses Mikrofon. Ich finde es ausgesprochen praktisch. Tonqualität ist mehr als gut genug, finde ich, für das, was es ist. Auf jeden Fall besser als die iPhone-Mikrofone aus Distanz, das sowieso. Und Akku wird sicher noch jemand fragen, hier noch schnell speichern, dass wir es nicht verlieren. So. Wie lang hält der Akku in dem Ding?
Der hält meines Wissens ewig, aber wir gucken mal schnell nach, was Sie eigentlich sagen. Nimmt mich jetzt auch gerade Wunder. Chip, 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 chip. 32 Stunden soll das Ganze schaffen. Natürlich mit zwischendurch Aufladen, vermute ich mal. One-Button-Cancellation, ja, das war eben genau das, was wir gesehen haben. Ah, da. Ja, genau, so klappt's. 8 Stunden schafft ein einzelnes Kästchen und die große Box hat dann nochmal 32 drin. Und unter uns, ich die Box, seit ich sie in Betrieb genommen habe, nicht wieder aufgeladen. Das hat einfach gereicht. Ich nehme nicht so lange Stücke am Stück auf, dass ich da in Akkunöte käme. Weil, wie gesagt, das Ding hat ja da irgendwie 32 Stunden noch in diesem Akku hier unten drin und da reicht es völlig. Nein, wirklich ein lustiges Zusatzgerät für Leute, die eben mit dem iPhone viel unterwegs sind und mit dem iPhone Videos aufzeichnen. Da kann ich es nur empfehlen. Und für die Leute, die eben nicht mit dem iPhone unterwegs sind, sondern mit dem Android-Handy oder mit dem iPad, gibt es noch eine zweite Variante dieses Mikrofons. Ich muss euch das auch noch schnell zeigen. Funktioniert genau gleich, hat aber hier unten natürlich USB-C. Und ich habe mir ja ein bisschen Sorgen gemacht, ob es sich lohnt, etwas zu testen, was fürs iPhone ist und mit Lightning, wenn nächstes Jahr, oder nein, dieses Jahr ist es ja inzwischen, bestellt habe ich es letztes Jahr. Etwas mit Lightning, was ja dann vermutlich mit dem iPhone 15 hops geht, wenn das ja auf USB-C wechselt. Und da ist es eben super praktisch. Sie haben dann auch schon für den Fall die USB-C-Variante. Aber ich nutze die ehrlich gesagt viel, viel häufiger am iPad. Da ist es halt auch praktisch. Ich kann es auch noch schnell vorführen. Schwupps. Auch wieder einstöpseln. Schauen, ob die Verbindung gleich klappt. Gerät blinkt auf, Verbindung steht und wir machen eine Sprachmemo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, eindeutig dieses Mikrofon. Man kann es übrigens auch, theoretisch könnte man es auch irgendwie da oben hinklipsen und einfach so reinsprechen, aber wie gesagt, da habe ich ja mein gutes Sprechmikrofon. So, wieder versorgen. Chips. Ich habe ja früher, bevor ich mir den Mac Mini gekauft habe, bei all meinen Videos den Ton immer im iPad aufgezeichnet. Ich habe einfach meinen Wave XLR ans iPad angeschlossen und darin aufgezeichnet. Seit ich den Mac Mini habe, der praktisch nur das macht, ist alles ein bisschen einfacher geworden. Aber das iPad ist ein großartiges Audioaufnahmegerät. Bin ich immer noch sehr Fan davon. Und dank der Apple Audio, wie heißt die App eigentlich? Ich kann mir den Namen nie merken. Aber da steht also, Sprachmemos heißt sie auf Deutsch. Die ist halt auch super praktisch. Ich zeichne allen Ton damit auf, weil dann synchronisiert es gleich auf alle Apple-Geräte und man kann es überall kreuz und quer nutzen. Nein, das sind die Holyland Lark-Mikrofone für iPhone, iPad, Android-Geräte und alles, wo man es halt einstecken kann. Wirklich sorglos Mikrofone, man muss sich halt nicht kümmern, das ist das Praktische. Was sie halt nicht haben, was ich an den Rode wahnsinnig schätze, ist, wenn ich sie nicht gleich rumschmeiße, die Rode-Mikrofone haben jedes Einzel hat noch Speicher drin. Die zeichnen alles immer noch lokal auf, was sie aufzeichnen und an die Basisstation schicken. Das ist ein unglaublich wertvolles Backup. Da kann wirklich überhaupt nichts schief gehen. Mikrofone, die einfach nur Ton weiterleiten, sind schön und gut, aber das ist an den Rode, finde ich, nochmal besser und mit dem Grund, warum ich mir die auch gekauft habe. Das ist einfach genial, da muss man sich nicht kümmern und Sorgen machen, dass falls irgendwie die Aufnahme in der Kamera futsch geht oder übersteuert ist, dann hat man ja immer noch lokal auf den Kästchen auch noch alles gespeichert. Aber wenn es so um sorglos Mikrofone geht, die man einfach ins iPhone, ins Pixel oder was auch immer stöpselt, sind die haben mir die Holyland wirklich sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt haben wir aber genug Zeit vertrödelt für heute. Schließlich ist nachher noch ein Livestream und ich sollte wieder was arbeiten. Ja, heute Abend ist Livestream, für die, die es vergessen haben. Falls ihr noch Fragen habt zu den Holyland-Dingern, immer unten in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer sehr gespannt und meistens entdecken die Leute dann auch noch Sachen, die ich übersehen habe und das ist immer sehr, sehr spannend. Also ungeniert da unten fragen und dann besprechen wir das. Und falls das Video gefallen hat,
Daumen nach oben, falls ihr findet, oh, wieder so ein Nischenthema, Mikrofone, Daumen nach unten. Ja, das gehört ja auch dazu. Ist ja ein Hobbykanal, da mache ich, wonach mir ist. Und die wollte ich wirklich unbedingt mal besprechen, weil ich finde die wirklich super nützlich. Und ja, haben auch viele Leute gefragt, weil sie es eben gesehen haben, da in dem einen oder anderen Video, was ich da am Hals wieder rumtrage. So, das wäre geklärt. Abo abschließen, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns heute Abend im Livestream.